Ja, abscheuliche Sinnlosigkeit hin oder her. Was soll ich denn machen? Na, ich stehe ja auch irgendwo unter Druck hier. Gott erbarme dich dieses schwarzen Schafes. Das schwarze Schaf war er wohl bemerkt schon bevor er starb. Das will ich nur mal betonen. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Nicht! Sehe ich etwa so schlecht? Schande bist du! Hey, komm, um rüber zu schnappen! Der ist aber auch. Jetzt lauf doch mal. Wie kann denn so ein Scheißabt schneller sein als du? Bitte, nein, ich will nicht sterben. Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Florenz also. Wieder zurück nach Hause. Nun denn. Gerne werde ich diesen Weg gehen. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Okay. Danke, Becky. Dieses Spiel hat übrigens sehr, sehr wenige Desmond Miles Anteile. Republic Florence 1497. Columbus hat Amerika entdeckt. Zwischenzeit. Aber sagt's niemandem. Könnte ja peinlich sein. Machiavelli im Bezirk Oltrarno. Oltrarno. Von Florenz. Okay. Machen wir das doch. Hübsche, texturlose Pakete. Wenn Kiro nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Danke, Jungs. Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Oh. Bewegung! Weg da, Ora! Was geht denn da ab? Wer kloppt sich denn da mit wem?
Ja, bring ihn ein bisschen näher ran. Dort ist er! Pack ihn! Wer klopft sich jetzt hier eigentlich mit wem und warum? Laju, da! Da! Ergreift ihn! Ach, hier klopft sich jeder mit jedem. Das ist aber albern. Nicht, warum sie alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Keine Ahnung. Weil das eben der einfachere Weg ist. Dieses Mal entkommt er nicht. Oh doch. Wenn ich einfach schneller ist als ihr. Da, packt ihn. Ihr dürft nicht hier oben sein. In Form. Stimmt um euch. Gib mir mal dein Schwert und stirb mal. Gehen wir da runter. So. Wo ist der lang? So. Hier ist mächtig was los. Hier wird sich übelst gekloppt überall. Das ist nicht schön für die Bevölkerung, will ich nur mal sagen, Freunde. Das könnt ihr eigentlich nicht tun. Aber gut. Ich bin hier wegen anderer Missionen. Ich will mich da jetzt gerade mal nicht einmischen. Hi, Jungs. Schön vertraute Gesichter zu sehen. Das zeugte von Eleganz. Und von Unnutz. Oh. Das war kein... Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Das Hi. Ist nur ein Mythos. Da bin ich. Eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Nein, mein Vater sah ihn vor Jahren in San Gimignano. Hey. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Okay. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Okay. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja, der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Oh. Weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Hier lang. Buona giornata. Schleichen wir uns ein bisschen hier durch. Wenn es möglich ist, sich durchzuschleichen. Wenn er uns entdeckt. Gemeuchelt. Weiter geht's.
Lasst mich in Frieden, bitte! Verdammt! Hat denn da die Laterne hingestellt? Moment, das ist mir zu heiß! Weg. So, wir sind da. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Sie. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Alles klar. Alle Leutnants von Savonarola töten. Das sind ein paar. Da oben nicht festhalten, das ist sehr ärgerlich. Da jetzt. Lehnt das Gemeine und Materielle ab! Sucht euer Heil in den Flammen! Und wieder einmal Bücherverbrennung. Es gibt so oft und so gerne Bücherverbrennungen. Die Schnauze. Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Ach du Scheiße, seid ihr viele. Schlagt zu! Wie es euch beigebracht wurde. Was heißt denn hier, das Ziel flieht? Sagen. Geduld!
wir zusammenhalten, haben wir ihn. Stimmt. Es waren zu viele und ich war irgendwie schon zu geschwächt. Komisch, komisch, warum das so war. Macht aber nichts, der andere ist schon tot. Also ist mir egal. Ich werde ihn nicht nochmal töten müssen. Oder? Doch. Auch wie gemein. Ja, das war der eine. Das war der eine Sprung von da oben runter. Ich hatte gehofft. Dass der von dieser Fahne aus rüber an diesen Dings rankommt. Auf das Sprungbrett springen. Sprinten, um es zu nutzen zum Sprinten. Ah. Ja, so hatte ich das ursprünglich vor. Also hielt ich mich für einen Altruisten, ein Sprachrohr, einen Prediger, Führer derer, die den Glauben verloren. Ja, aber in Wahrheit wurde ich getäuscht. Der Teufel ist abgefeimt und seine Kniffe vielfach. Ich hielt meine Arbeiten für Fenster. Doch in Wahrheit waren es Tore. Tore, die es seinem schlechten Einfluss erlaubten, hinauszudringen. Meine Kunst half den Menschen nicht, sondern vergiftete sie, säte Lust und Ideologie. Oh, Scheiße. Okay, ich erledige ihn. Kein Problem. Kein Problem, mache ich. Was? Was habe ich getan? Ja, das frage ich mich auch. Mir kommt auch vor, als hätte ich mich das schon mal gefragt heute. Mein Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Denk auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Pace. Pace ist der Frieden. Hier kommst du nicht durch. Keine Angst, der ist Hundefutter. Ich sehe ihn nicht mehr. Keine Angst, der ist Hundefutter. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich mache ihn fertig, sobald ich weiß, wo er ist. Na, bin ich entkommen, hä? Damit hast du jetzt nicht gerechnet, du Pibbel! So, der nächste ist da drüben. Volk von Florenz, kommt, sammelt euch! Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Die korrupte Predigt des Priesters stoppen. Seht ihr es nicht? Die Zeichen sind überall. Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption. Dies sind die Vorboten des Dunkels. Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben. Sonst wird es uns bald schon verschlingen. Ich sehe euren Zweifel, dass ihr mich für irre haltet. Ich sehe ihn. Da. Ist schneller. Ja, du haust ja auch ab. Du dummer Mensch, du. Ah, hat er wieder nicht verteidigt. Wo kommt ihr denn plötzlich alle her, sag mal?
Lasst mich doch mal in Ruhe. Ist unglaublich. Eben war es nur einer, plötzlich kommen da alles noch mehr angezappelt. Suchten irdische Dinge und Profit. Sie gaben ihren Glauben für materielle Freuden auf. Und sie kommen. Hoppla! Bin ihm auf den Kopf geplumpst. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Haltet ihn auf! Sofort! Fuck. Ah! Bleib stehen! Und ich verspreche dir einen Schnelltod! Ach! Ich reiß dir die Augen raus! Dann muss verdammt! Ich sehe ihn nicht mehr! Diese blöden Steinewerfer immer. Diese Feiglinge. Gleich ist dein Reichweite. Der Bogenschützen, genau. Wollte er sagen, da hatte er mich auch schon verloren.